Aus den Trümmern der Vergangenheit schufen sie eine perfekt konstruierte Zivilisation. Guten Tag, Sam. Es geht uns heute außerordentlich gut. Alles gratis hier in unserer Himmelwelt. Die Entwicklung der neuen Superpille, Future 25, ist abgeschlossen. Was hältst du von Future 25? Deine Meinung ist uns wichtig. Ja, sehr, sehr spannend. Weniger Schlaf und mehr Leistungsfähigkeit. Haben wir nicht das geopfert, was das Leben erst ausmacht? Unsere Liebe, unsere Emotion, unseren Hass. Sie wissen doch, wie die Situation hier ist. Es gibt einige, die Takamuras Stil ablehnen. Vielleicht hattest du gar nicht so unrecht mit deiner Vermutung. Es gibt ein Projekt Omega, aber ich weiß nicht, was sie vorhaben. Aber ich habe mich für die Medizin entschieden, um solche Wunder zu vollbringen. Mein Ziel war Perfektion und Glück. Und nur eines davon habe ich erreicht. Ich stand im weichen Stamm und sah tief bewegt, wie die traurige Fülle des Baches Grunde klebt. Aber mein Körper hat sich hier angepasst an die Kälte und an die Agathioptivität. Dr. Takamura sagt, dass der freie Wille wesentlich dazu beiträgt, das radikale Gen zu aktivieren. Wenn er ausgeschaltet ist, gibt es keinen Widerstand mehr. Geben Sie den Ypsilons Ihre Tabletten in die Mittagsbox und wenn wir gute Ergebnisse erzielen, können wir sie morgen präsentieren. In dieser Welt gibt es keinen Platz für Heldentum. Das ist politisch ineffizient. Komm mit mir doch in die Außenzone. Du brauchst den ganzen Scheiß hier nicht. Sie wollen behindert und geisteskrank sein? Henry muss uns helfen. Wir müssen Takamuras Schwachstelle finden. Sie wollen Hass und Angst? Ein Mensch darf doch nie einem Zweck geopfert werden. Ihr seid Sklaven, die in der virtuellen Welt verkommen. Ihr könnt frei sein.